Das ist Jenny. Jenny hat eine tolle Idee für ihre Straße, Stadt oder Region. Aber sie ist sich nicht sicher, ob die Idee funktioniert und kann sie nicht alleine umsetzen. Also schaut sie in der Public Art Machine, PAM, ob es in der Gegend schon ähnliche Projekte gibt. Weil aber Jennys Idee ganz neu ist, schreibt sie ihre Idee auf und teilt sie auf der PAM mit ihren Freunden und bekommt hilfreiches Feedback. Wenn es ein einfaches Projekt ohne Finanzbedarf ist, startet sie sofort eine Kampagne. Bei größeren Projekten hilft der Crowdsourcing-Bereich der PAM. Jennys Idee ist so gut, dass sie hier schon Menschen findet, die mit ihren Fähigkeiten oder Sachspenden, mit Informationen oder Kontakten bei der Realisierung helfen. Meistens braucht man auch ein bisschen Geld. Dafür ist der Crowdfunding-Bereich programmiert. Ob 5 Euro oder 500, jede Summe hilft, um gemeinsam die Finanzierung zu sichern. Natürlich muss Jenny genau erklären, wie viel sie wofür genau braucht. Als Dankeschön bekommen die Spender von Jenny kleine oder größere Geschenke. Nun realisiert Jenny ihre Idee mit allen, die mitmachen. Dafür gibt es eine Menge coole Online-Programme für gemeinschaftliches Projektmanagement. Die besten kostenlosen davon findet Jenny direkt im PAM-Werkzeugkoffer und hat mit ihrem PAM-Account auch sofort Zugriff darauf. Das macht es sehr einfach, auch komplizierte Ideen umzusetzen. Immer wenn es Neuigkeiten gibt, teilt Jenny sie mit nur einem Klick in die verschiedenen Netzwerke. So erfahren alle von dem Projekt und machen es schnell stadtbekannt. Auch in der Crowdmap zeigt sie ihr Projekt mit Ort und Inhalt. So können es alle sofort finden. Und wichtige oder eilige Nachrichten kann sie damit sogar direkt an die Smartphones ihrer Freunde schicken. Zum Beispiel, wenn das Projekt mit der PAM realisiert ist und Jenny zur Eröffnungsfeier einlädt. Herzlichen Glückwunsch, Jenny! Und danke, PAM. So einfach werden heute Ideen wahr.